Am Wort ist nun Magister Bruno Rossmann. Bitte schön, Herr Abgeordneter. Danke, Herr Präsident, Herr Minister, Hohes Haus. Immer dann, wenn Transparenz im Spiel ist, geht in Sachen Betrugsbekämpfung, Steuerbetrugsbekämpfung und Vermeidung was weiter. Die ganzen Leaks von LuxLeaks bis Panama Leaks, Bahamas Leaks haben das ganz eindeutig belegt. Und jetzt liegt heute vor ein Register, das wirtschaftliche Eigentümer ausweisen soll. Aber ein wesentliches Element in diesem Register fehlt, nämlich der öffentliche Zugang zu diesem Register. Und Transparenz ist wirklich eine der zentralen Maßnahmen. Und wenn Sie, Herr Minister, sich in den letzten Tagen als Vorreiter in Sachen Steuerbetrugsbekämpfung und Steuervermeidung hingestellt haben, so muss ich Ihnen eines sagen. Ja, es ist einiges passiert in Österreich, das stimmt, aber immer nur auf Druck der Öffentlichkeit, die erwähnten Leaks. Aber in Sachen Öffentlichkeit ist man in sehr vielen Fällen nicht weit genug gegangen. Das betrifft das sogenannte Country-by-Country-Reporting, das heißt die Meldung von Unternehmensdaten an die Finanzbehörden, Öffentlichkeit ausgeschlossen. Das betrifft aber auch die Sonderabsprachen, die sogenannten Tax-Rulings, die abgeschlossen worden sind zwischen Finanzbehörden auf der einen Seite, Großkonzernen auf der anderen Seite. Was fehlt, ist wiederum die Öffentlichkeit. Und auch beim wirtschaftlichen Eigentümergesetz ist es auch wieder die Öffentlichkeit, die fehlt. Die Öffentlichkeit hat nämlich keine Möglichkeit, in dieses Register hineinzuschauen, um zu sehen, welche wirtschaftlichen Eigentümer jeweils dahinterstehen. Man hat eine Konstruktion gewählt, die so ausschaut, dass man sagt, es muss ein berechtigtes Interesse vorliegen. Und das berechtigte Interesse ist aber so zu verstehen, dass nachgewiesen werden muss, dass bereits erfolgreiche Aktivitäten zur Verhinderung von Geldwäsche vorliegen müssen. Ja, Herr Minister, restriktiver geht es nicht mehr. De facto ist damit die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Und dass man damit auch hinter jenen Entwurf der Richtlinie zurückgefallen ist, den die Kommission nach Panama Papers veröffentlicht hat, ist vermutlich wohl darauf zurückzuführen, dass heftig interveniert wurde. Da ist nämlich vorgesehen gewesen, dass Öffentlichkeit zugelassen wird. Nunmehr ist das, und das haben Sie ja selbst im Ausschuss gesagt, im Ratsbeschluss nicht mehr vorgesehen. Wir haben uns aber andere Regelungen angeschaut, die deutsche Regelung. Und diese deutsche Regelung zeigt ganz eindeutig, dass man die vorliegende Richtlinie doch weitergehender interpretieren kann und eine liberalere Fassung der Öffentlichkeit zulassen kann. Also hier hätte auch Österreich deutlich liberaler sein können. Im Übrigen sagt auch Tax Justice Network, dass es liberaler geht. Länder wie Großbritannien, die Niederlande und Dänemark gehen weiter. Und warum wenden Sie sich immer gegen die Transparenz? Weil Sie sagen, diese Daten könnten von der Öffentlichkeit fehlinterpretiert werden. Das sind lächerliche Argumente, Herr Finanzminister. Was Sie ja wohl immer tun, ist, dass sie immer wieder, und das sagen die Steuerexperten in Brüssel, in entscheidenden Dingen blockieren und bremsen. Ich zitiere hier aus dem Handelsblatt: Irland gehört neben Malta und Österreich zu den Ländern, die hinter den Kulissen regelmäßig Einspruch erheben, wenn die EU-Schlupflöcher in der Steuergesetzgebung geschlossen werden sollen. Also von Vorreiterrolle, Herr Finanzminister, kann ich in Wahrheit nichts erkennen. Ich meine, und warum geben Sie nicht Auskunft über die wirtschaftlichen Eigentümer? Sie haben einmal gesagt im Ausschuss zu mir, ja, Sie wollen sozusagen die wirtschaftlichen Eigentümer vor mir schützen. Sind doch lächerliche Argumente. Andererseits haben Sie gesagt, es ist ohnehin im österreichischen Firmenbuch, was Privatstiftungen anlangt, alles so super transparent. Das stimmt alles nicht, Herr Minister, weil man über Zusatzurkunden alles verschleiern kann. Sie sind auch ein Minister, der versucht zu verschleiern. Und daher bringe ich einen Entschließungsantrag ein, betreffend die Umsetzung eines konkreten Aktionsplans für faire Beiträge von Konzernen.
Im Wesentlichen habe ich ihn erläutert. Ein zentrales Argument ist die Transparenz. Ein weiteres Argument ist natürlich die Steuerharmonisierung. Das heißt, die Notwendigkeit, dass Gewinne von Konzernen dort zu besteuern sind, wo sie erwirtschaftet werden. Das setzt voraus, a, eine Vereinheitlichung der Steuerbemessungsgrundlage im Unternehmensbereich und b, Mindeststeuersätze. Der Entschließungsantrag sollte Ihnen vorliegen. Vielen Dank. Transparenz sei eine der zentralen Maßnahmen gegen Steuerbetrug und Steuervermeidung, betont Bruno Rossmann, Budgetsprecher der Grünen. Die Argumente des Finanzministers gegen mehr Transparenz seien lächerlich.